Hallo und willkommen zurück in WoW mit meinem Ork-Schaman und ich habe irgendwas im Auge, das nervt. So. Ja, wir sind hier in der Yeti-Höhle und da gucken wir mal, ob der Kettenblitzschlag hier alle drei pullt. Ne, natürlich nicht. Dammit. Ah, dann halt ihn hier. Dann machen wir das halt hier einzeln. Wenn es halt nicht anders geht, dann machen wir das halt so. So, dann können wir hier in Ruhe. Rüsselkäfer? Cool. Ich muss näher ran. Ja, Moment. Ich wollte eigentlich hier die Mobs häuten. So, können wir, bevor die hier verschwinden, schnell noch überall die Haut abziehen. Das ist ein gültiges Ziel. Dann nimm das da halt. So, dann komm mal her. Boink. So, dich können wir nicht häuten. Schade eigentlich. Ah, ich sehe schon, das könnte hier länger in der Höhle dauern. Muss er dem seinen Kram hier finden? Schauen wir mal. Muss doch hier irgendwo rumliegen, oder? Mal gucken. Da. Irgendwo da drin? Hm. Das lädt immer noch auf. Das Schwert muss man doch sonst immer irgendwo bei irgendwelchen Zwergen sammeln, oder? Oder träusche ich mich da? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Blüpp. Da fällt er um. Viele Herzen brauche ich eigentlich noch. Gar keine mehr. Gar keine mehr, so wie es aussieht. Okay, dann. Dann häuten wir hier alles. Handwerksgeselle. Ja, ist ja schön. Ah, da blinkert was. Dann nehme ich mal stark an, dass wir da irgendwie im Humbertsein irgendwas finden. Blitzen. Reicht nicht. So, und wieder alles häuten, was uns jetzt hier keinen Skillpunkt bringt. Aber Leder. Leder, Leder, Leder und noch mehr Leder. So, was finden wir denn hier? Seine Hose. Supi. Die ollen Buchsen hier gefunden. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes hier haben. Sein Helm und sein Schwert brauchen wir ja noch. Ja, ich sollte auch mal wieder mit dem Hämmerchen draufhauen. Wenn die dann so nah sind.
Okay, da leuchtet's. Ja, der ist eh schon tot, den brauchen wir da nicht. Hier Erdschocken, das lohnt dann nicht. Bei dem lohnt sich das schon eher. Heute. Oh, Huberts Helm. Okay. Und wenn wir jetzt noch sein Schwert finden würden. Wäre das doch gerecht gut. Aber wohl nicht hier unten. Gibt's hier oben noch irgendwo einen Weg? Irgendwo anders hin? Da hoch? Also da ist Ausgang. Gott, eine ganze Wichtelarmee, was der da hat. Das Leder mit. Wenn das schon heute ist, dann kannst du es auch mitnehmen. Mehr Crit wäre gut. Ah, und da glitzert's auch. Gut. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Zack. Was? Die 5 HP. Naja. Ach, den haben wir vergessen, aber den können wir beim Rückweg mitnehmen. Ich denke mal, dass er ja dann da immer noch liegt. So. Ihn hier, das da. Und dann müssen wir uns um die komischen Hirsche kümmern und die Rehkitze. Damit wir da auch mal fertig werden. Ich bin außer Reichweite. Gar nicht, Biste. Funktioniert doch hier wunderbar. Wolltest den nur nicht häuten, während er noch am Fallen war. Da kann man immer noch nicht. In ihn hier. In ihn. So, zack. Guck mal her, du doofes Kids. Plomp. Dann hauen wir hier die Moppets. Damit wir hier endlich mal Hirschbrötchen machen. Lecker Hirschfleisch. So, ich hoffe, der Dicke kommt jetzt nicht hier um die Ecke. Na, komm. Können wir den nochmal? Ja, helfen wir mal hier ein bisschen nach. Jach. Das hier für suizidgefährdete Rehkitze, die sich dann selber in die Luft sprengen. Das ist zu weit entfernt. Lädt immer noch auf. Kling, 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 kling. So, mit dir befasse ich mich nicht mehr. Haben wir die Hirsche da. Jo, ist ja gut. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
Okay, oh, auch gut. Einmal anschießen und dann explodieren die. Ja, dann können wir hier häuten. Wie ist böse Wesen? So. Plupp. Dann brauchen wir noch 3 Hirschfleisch und 2 Rikitze, die wir hier irgendwie umwandeln müssen. Mal gucken, ob wir da was finden. Ach, Kascha ist hier immer noch unterwegs. Hier. Ich glaube, da der komische Löwe da hat ein bisschen Schiss vor denen. Muff, zack, weg mit dir. Der sagt jetzt hier wieder entkommen, oder was? Nee. Okay, kein Fleisch für mich. So, wir brauchen mehr Rehkitze. Zum Beispiel du. So, damit haben wir das. Und dann, wenn wir jetzt noch irgendwo ein paar richtige Rehe finden. Yetis. Der Olle ist nicht da. Gucken, ob hier oben vielleicht ein paar Rehe rumgeistern. Nur Karnickel. Okay, da haust die Allianz. Da geht die Allianz ins Alteraktal. So, was haben wir hier? Hier eiern die Zwerge rum. Aber ich denke mal, da müssen wir sowieso irgendwie früher oder später hin. Was bist du? Ach, ein Schaf. Da haben wir jetzt hier die große Runde gemacht. Aber keinen Hirsch gefunden. Halt. Nee, du bist nur ein Reh, aber ich brauche ja Hirsche. Die mit dem Geweih. Mit dem Großen. Hier waren ja keine. Wieso gibt es denn hier so wenig Hirsche? Gibt's nur da. Aber davon dann nicht allzu viele. Blub, 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 blub. Kann ja nicht sein, dass hier keine Hirsche mehr sind. Wurden alle von den ganzen Berglöwen hier gefressen, oder? Oder machen die hier gerade Pause, Mittag oder sonst irgendwie was? Der Berglöwe hin. Oh, da ist einer, da. Kann ich noch nicht wirken. So.
So, und da ist einer. Aber da warte ich gerade ab, bis der komische Olle da weg ist. Oder kriege ich die so? Ich muss näher ran. Ja, dann geh halt näher ran. Das ist so weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh. Fertig. 8 von 8. Wunderbar. Ach, dann hatte der andere Hirsch ja gar nichts gehabt. So, dann können wir das da abgeben. Da nehmen wir aber die sichere Straße für. Und gucken, dass wir da wieder nach Tarrens Mühle kommen. Wobei, wir könnten uns auch porten. Ich glaube, das geht dann etwas schneller. Wir müssen ja unseren armen Wolf hier nicht mehr strapazieren als unbedingt notwendig. So, wo steht ihr denn hier alle rum? So, da ist dein Hirschfleisch. Ja, ich brauche Hirschfleisch. Hast du Hirschfleisch? Ja, ihr schleppt ja ganz schön was mit euch rum. Das sollte meine Gäste für eine Weile zufriedenstellen. Und wie versprochen, hier eure Bezahlung. Mit 30 Silber, na toll. Ah, und hier Hirschbrötchenmesser und Hirschbrötchen. Mhm. Sieg für Sylvanas. Okay. So, da deine... Yeti-Herzen. Es hat sich herausgestellt, dass er keine Herzen mehr braucht. Tut mir leid, ich hoffe, ihr hattet nicht allzu viele Probleme. Aber abgemacht ist abgemacht. Also hier eure Belohnung. Ihr dürft die Yeti-Herzen behalten. Wie ich höre, haben sie ausgezeichnete Nährwerte, falls ihr so etwas mögt. Nee, danke. So, was kriegen wir da? Stoff, Leder, Hosen, die wir nicht brauchen. Und Kette... Nehmen wir das. Vertraut niemandem. Gibt mir Geld und dann geben wir dem Humbert seinen ganzen Kram und ich hoffe, er passt diesmal ein bisschen mehr drauf auf. Ups. Hier könnte man auch was lesen. Was jetzt? Ich bin ja fast nackt. Helft mir, ja? Ja, hier, da. Vielen Dank. Ich verspreche, dass ich diese Sache nie wieder ablegen werde. Na, da glaube ich selber nicht dran. Lebt wohl. Was ist? Deswegen im nächsten armen Irrenversuch soll wieder irgendwie die Queste anzudrehen. Hey, Yeti muss sterben, ist tot. Also ist es wahr, ihr habt die Bestie getötet. Die Bewohner des Hügellands stehen in eurer Schuld. Ihr habt das Land sicherer für unsere Bürger gemacht. Nehmt aus unseren Kisten, was immer euch euer Herz begehrt. Hier nehmen wir das Schild. Vertraut. Und wir sind Stufe 30. Was kriegen wir dafür? Totemischer Rückruf, Totem des heilenden Flusses. Duale Spezialisierung, Kral der Klingenhauer und Maraudon. Noch was? Nee. Gut. Okay, dann zum letzten. Wo ist er? Der stand doch hier. Oder? Ja, da. Die ewige Sonne wird uns leiten. Was? Sag das nicht, Gentrak. Ich kann, das kann nicht sein. Ich gebe nicht auf, Schamane. Wartet nur ab. Ich werde diese Rik-Hitze retten. Mhm. Zlama Ashalenore. Okidoki. Mehr habt ihr hier nicht? Das ist aber ein bisschen armselig. Na gut, früher war das halt hier der einzigste Außenposten und da wurde hier alles vergeben. Bis immer in den hintersten letzten Ecken von der Map. Okay. Ich mache dann hier an der Stelle Schluss für diese Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.